Also, moin ihr Lieben, Domination Tipps. Mit der deutschen Episode bin ich zurück und ich habe unter dem letzten Video gesehen, dass ihr auch noch deutsche Episoden sehen wollt durchaus. Vorher hatte ich überwiegend englische Anfragen, weshalb ich dachte, ich richte mich einfach nach der Nachfrage und produziere dann Episoden, wenn sie von der anderen Seite quasi nicht gefordert, aber gewünscht werden. Ich habe bis jetzt keine anderen Episoden, kein Let's Farm oder so gemacht. Das hat mir jetzt nicht wirklich Spaß gemacht, aber ich hätte es durchaus gemacht, wenn die Nachfrage da gewesen wäre. Wenn ihr irgendwas Spezifisches sehen wollt, dann fragt gerne nach. Ich habe jetzt soweit die wichtigsten Themen meiner Meinung nach im Spiel abgebacken. So Kleinigkeiten wie einzelne Büchereiforschung, einzelne Truppen oder so, könnte man natürlich eventuell noch machen, sehe ich jetzt aber keinen direkten Bedarf, wenn ich es nicht höre. Also wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, was ihr nochmal gerne sehen wollt, Let's Farmen, Basisanalyse, was weiß ich, dann das Assessment Center, wo ich andere Angriffe evaluiere, dann können wir das gerne machen. Von mir aus ansonsten würden jetzt aber nur Weltkriegsangriffe kommen. Ich weiß nicht, in der Basis selbst, ich habe keinen Überblick mehr, wann ich das letzte Mal ein Basis-Update gegeben habe. Dann können wir das Video mit ein bisschen Inhalten und ein bisschen Leben füllen. Die Mauern habe ich alle auf Stufe 13, ist ja mittlerweile unter den aktiven Spielern gar nicht mehr so eine hohe Stufe, muss ich sagen, gerade mit den Leuten, mit denen ich des Öfteren oder das, ja, eigentlich immer Kontakt habe. Ich habe ein paar auf Level 14 angefangen abzugraden. Das ganz dicke Ding ist aber, ich hatte ja lange schon ein Ziel und das war quasi auch während der Zeit, wo ich da so inaktiv war, wo es mit der Freundin Probleme gab, mit der Allianz, alle möglichen Sachen, wo ich halt sporadischer Videos gemacht habe, habe ich angekündigt, dass ich in der Universität, habe ich das Telefon richtig rumliegen? So. Dass ich in der Universität angefangen habe, mich auf den Weg zu machen mit den Forschungen Richtung Sultan Salahaddin. Und viele werden das englische Video schon gesehen haben, hier nochmal in Deutsch halt. Ich habe mit den Mauertrefferpunkten endlich angefangen und werde dann auch definitiv meine Panzerverteidiger forcieren. Wo ist es denn? Hier genau, die Panzerverteidiger forcieren, weil das enorm meiner Meinung nach wichtige Komponenten der Verteidigung sind. Nein. Und ich bin mittlerweile auf Stufe 1, 2, 3, 4 angekommen, erforsche die fünfte Stufe und das gibt natürlich jedes Mal enorme Prozentzahlen. Ich meine, 3%? Und in Summe 30, genau, für meine Mauern. Was bedeutet, dass ich von knapp unter 30.000 mittlerweile auf 32.300 bei meinen 14er globalen Mauern und von, weiß ich nicht, 27.000 auf 29.400 bei meinen industriellen Mauern gekommen bin. Und natürlich kann jetzt jeder argumentieren, ich habe auch schon öfter die Argumentationsweise gehört, ja, so viel bringt das gar nicht, das sind 3.000 mehr Hitpoints, meine Truppen fressen sich dadurch. Klar fressen die sich dadurch, das tun sie aber auch bei Atomzeitaltermauern. Und wenn man nun mal aktiv spielt, hat man A, keinen anderen Sinn im Spiel, als dass man vielleicht seine Mauern zwischendurch hochfarmt, wenn die Leute eh mehrere Tage in Gebäuden gebunden sind. Auf der anderen Seite kann man seinen Aktivitätsgrad so Leuten zeigen, indem man einfach zeigt, hey, ich bin bereit, was in meine Mauern zu investieren und zahle dafür kein Geld, sondern erfarme mir das. Und letzten Endes ist es ja quasi nicht der Punkt, dass man die geballte Gegnerarmee aufhalten möchte. Kann man auch überhaupt nicht. Spätestens im Atomzeitalter sind die Truppen so stark, dass da keine Mauer mehr standhält. Aber wenn die Truppen sich aufteilen, wenn der Feind aufgerieben wird oder all solche Punkte, dann fangen an, die unterschiedlichen Mauerstufen Wirkung zu zeigen. Und dann gibt es durchaus, wirklich. Ich habe es in mehreren Weltkriegs-Replays, mittlerweile gibt es jetzt die Funktion ja nicht mehr, die wurde ja wieder rausgenommen nach der Beta-Testphase. In mehreren Replays habe ich die Unterschiede gesehen zwischen 9ern, 10ern, dann 11er, 12er und 13er Mauern, wo die Truppen sich einfach nicht mehr durchgebissen bekommen haben. Aber die Philosophie wollen wir hier gar nicht erst andiskutieren, da gibt es ganz verschiedene Meinungen zu. In der Uni geht es ansonsten auch, ich würde sagen, rund bei mir, wenn ich jetzt mal vergleiche, ich habe 1, 2, 3, 4, 5, nein, wie viele Leute habe ich hier drin? 2, 4, 9 Stück. 9 Leute habe ich eigentlich permanent, manchmal sogar 10, glaube ich, in der Universität. Der Rest upgradet die Gebäude. Alle 4 Mörser habe ich mittlerweile oben. Ein Panzerdepot komplett, eins halb, eins noch gar nicht. Sprich, es geht auf jeden Fall voran. So viel dazu. Abgegradet habe ich in der Bücherei noch was, aber nur weil es vergünstigt war, dauert alles extrem lange. 12 Tage, da brauche ich dann fast nicht mehr ankommen. Ebenso werde ich demnächst öfter mit der Dynamit-Taktik spielen, weil ich gesehen habe, oder ich habe es errechnet, dass man gegen relativ viele Mörser, dadurch, dass man jetzt noch eine zusätzliche Taktikkapazität hat, da einen relativ großen Spielraum hat. Gerade ich bin mit Mörsern so ein bisschen auf Kriegsfuß, daher werde ich dann versuchen, diese zu sprengen. Die Truppen sind fertig. Flugzeuge sind auch fertig. Habe ich gespendete Truppen. Okay, ist nicht das Beste, aber Industriezeitalter, das passt auf jeden Fall. Im Weltkrieg sind wir gegen Vicious Vipers. Das ist ein relativ kleiner Weltkrieg, wenn ich das gesehen habe. Wir haben 30 Angriffe, also 15 Teilnehmer. Ich bin auf der 1 gerankt und zum ersten Mal, ich weiß nicht, wie lange es her ist, zum ersten Mal habe ich tatsächlich eine feindliche 1 oder eine Spiegelzahl, die auch im globalen Zeitalter ist. Und das ist extrem geil, einfach mal zu sehen. Können ja direkt mal reingehen in die Erkundung. Hier bin ich bei der feindlichen Nummer 1 und was natürlich meiner Meinung nach direkt auffällt. Es ist so eine Art konventionelles Basislayout, in dem man in der Mitte so einen Gang freilässt. Hier auch vermutlich sehr viele Fallen liegen hat. Stadtzentren sind natürlich beide voneinander getrennt, das ist offensichtlich. Mörser sind auch getrennt. Mörser sind beide oder alle nur auf Industriezeitalter-Niveau. Und generell ist die Basis, bis auf die Panzerdepots, überwiegend Industriezeitalter, muss ich sagen. Allem voran auch die Bunker.
Offensichtlich durch die Akropolis werde ich meinen Blitzkrieg hier in dem Raum einsetzen müssen, um die Panzerdepots, die Bunker, die Burg und das Stadtzentrum zu treffen. Hier sogar. Einfach zentral drauflegen. Dann müsste ich, glaube ich, alles erwischen. Und ich werde keinen 50% Versuch wagen. Was ich aber sehe, ist, die verbotene Stadt steht hier sehr, sehr nah außen. Und ich glaube, ich werde meine Söldner dafür in dem Sinne aufopfern. Ich weiß gar nicht. Ich überlege gerade, ob ich einen Mauersapeur mitnehmen soll. Das sind 9er Mauern. Ich glaube, da müssten meine Truppen durchkommen. Dann setze ich nämlich meine Söldner hier vorne raus. Nicht hier an der langen Kante, weil hier, glaube ich, ziemlich viele Fallen liegen könnten. Ich glaube, er rechnet weniger damit, dass man von hier angreift. Das ist wieder das typische Beispiel. Luftabwehr ist so halb gesorgt, mit einem Turm auch. Aber ich denke, hier ist relativ wenig Schutz gegen Panzer. Dementsprechend meine Flammenpanzer, 2 Stück, glaube ich, und 2 Kampfpanzer. Wie heißen die? Söldner? Wie heißen die? Panzerjäger. Hier raus und dann versammeln auf die verbotene Stadt in der Hoffnung, dass sie sich irgendwo hier durchbeißen und dann auf die Stadt draufgehen. Wenn das Ganze nicht funktioniert, werde ich meine Allianztruppen hier hinterher setzen müssen und dann mit Flugzeugen denen helfen, weil die werden relativ schnell über die Mauern die verbotene Stadt kriegen können. Hier kann ich zur Notfall auch noch einen Köder hinsetzen, um die ganzen Truppen oder zumindest den Mörser abzulenken und davon abzuhalten, dass er meine gespendeten Allianztruppen rausnimmt. Meine Haupttruppen werde ich dann relativ schnell hier vorne raussetzen, natürlich mit der Intention, dass sie auf das Hauptstadtzentrum draufgehen und hier möglichst schnell die Panzerdepots rausnehmen. Wir haben eine sehr kompakte Bauweise, heißt, wir haben diesmal keine Löcher innerhalb der Mauern und das ist natürlich sehr effektiv, wenn man ich glaube nicht, dass er es mit Absicht gemacht hat, aber es ist auf jeden Fall effektiv, wenn man gegen jemanden spielt oder verteidigt, der mit Köder spielt und das tun ja mittlerweile alle durch das Update. Dementsprechend muss ich schauen, wo Gebäude zerstört werden und dann kann ich erst meine Köder effektiv setzen. Den ersten Köder würde ich jetzt tatsächlich direkt hier irgendwo hinsetzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, Stadtzentrum dürfte der nicht auslösen. Und dann schauen wir mal, wie die Truppen sich vorarbeiten. Ich glaube, ich werde die Truppen einfach rennen lassen, in der Hoffnung, dass sie irgendwo durch die Mitte gehen, auch wenn hier Fallen liegen, damit ich möglichst schnell Panzerdepots und alles ausschalten kann. Wir haben keine so exponierten Gebäude, aber es ist auf jeden Fall keine schlecht gebaute Basis. So, Truppenkomposition, nichts Besonderes. Wir haben einmal Offensivkoalition, 2-mal defensiv an. Rest habe ich alles erläutert. Die Generäle kennt ihr beide auch schon, sind altbekannte Gesichter. Einmal Sabotage, anstatt 3-mal, 5-mal Köder dabei, hat sich bewährt. Und ansonsten viel Spaß beim Angriff. Ja, kein mal so guter Angriff von mir. Ich muss aber auch sagen, ich glaube, ich habe mittlerweile ein Gefühl dafür entwickelt, und das soll nicht überheblich klingen, ob der Feind Uniforschung betrieben hat. Und es hat sich sehr langsam, sehr behäbig angefühlt, trotz meiner Offensivkoalition. Es hat sich nicht so angefühlt, als ob man hier auf einen Feind trifft, der wenig Uniforschung betrieben hat. Ich glaube, und auch nicht zu Unrecht deswegen, sieht der Feind so low aus, viel zu laut.
Ups. Keine Ahnung, ob ihr mich jetzt verstanden habt. Ich hatte den Ton noch hoch vom Angriff selbst. Nochmal, ich glaube, ich habe mittlerweile ein ganz gutes Gefühl dafür entwickelt, ob der Feind Uniforschung betrieben hat. Und es hat sich stark danach angefühlt, als ob der Feind sogar ziemlich viel Uniforschung betrieben hat. Also quasi in die Richtung von mir defensiv. Und ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, mir sind die Haubitzen sehr schnell verreckt, obwohl das der Kampf schon einen relativ guten Ausmaß oder einen relativ guten Stand angenommen hatte. Sprich, es waren sehr viele Verteidigergebäude weg. Wir hatten den schnellen Sieg. Es war noch sehr viel Zeit übrig. Die Truppen haben sich in die Mitte begeben. Und mir ist es jetzt nicht aufgefallen direkt. Ich muss wahrscheinlich die Wiederholung auch nochmal schauen. Aber die Truppen sind dann auch einfach nacheinander alle irgendwo verreckt. Und ich habe es nicht gesehen. Also das hat sich definitiv nach, ich wiederhole mich jetzt die ganze Zeit, hat sich nach Uniforschung angefühlt, hat sich stärker angefühlt. War kein so schneller Angriff. Ich glaube, die Ausführung war in Ordnung. Ich habe meine gespendeten Truppen zurückgehalten. Sprich, ich hatte auch noch einen Plan B in der Hand, mit dem ich ganz locker den schnellen Sieg geholt hätte. Dementsprechend war das Layout jetzt nicht so optimal. Es war aber auf jeden Fall gut gedacht. Wir hatten eine Trennung der beiden Stadtzentren. Wir hatten viel Platz dazwischen. Akropolis Boost war perfekt ausgenutzt. Die Fallen habe ich jetzt nicht als so störend empfunden. Ich weiß auch nicht, wie hoch die gelevelt waren. Da hatte ich mit anderen Sachen zu kämpfen. Ja, das war soweit alles. Kann ich noch irgendwas zur Basis sagen? Keine Ahnung. Wenn ihr ein Let's Farm sehen wollt, werde ich nochmal Let's Farm hochladen. Ansonsten bin ich jetzt erstmal 3 Tage in der Uni. Also es sind keine großen Summen, die jetzt anstehen. Ich habe auch die Ölbohrtürme hier angefangen, abzugraden, damit ich ein bisschen höhere Ölproduktion habe. Und ansonsten, der Mörser geht hoch und danach muss ich mich irgendwie so schlendernd durchbewegen. Scharfschützentürme stehen noch an, 2x Luftabwehr, Kanonentürme, Panzerdepots, irgendwann natürlich auch nochmal ein Bunker. Die habe ich mir jetzt nicht zum Ziel gesetzt, weil ich die in der Verteidigung in den Replays nicht als so störend oder stark empfunden habe. Vielleicht irre ich mich da aber auch. Ich kann ja schon mal anfangen zu ernten. Und die Türme will ich upgraden. Ich habe gemerkt, wie eklig die sind in der Verteidigung. Und gerade deswegen kann ich euch auch zeigen, ich habe sehr viel Wert auf meine Türme gelegt. Wo haben wir die denn? Ich glaube hier. Genau, 9 von 10 und 9 von 10. Hier ist, glaube ich, wird sogar die letzte Stufe erforscht. Vorletzte Stufe. 8 von 10 also. Also ich habe viel Wert auf meine Türme gelegt, da die meines Erachtens nach auch sehr schnell die Flugzeuge rausnehmen und eher Faktoren sind, die man nicht berücksichtigt, dann aber letzten Endes ausschlaggebend sind für ein abgestürztes Flugzeug, als so eine Luftabwehr, auf die jeder in erster Hinsicht oder in erster Linie arbeitet, hinsieht oder darauf hinarbeitet. So, ich laber mich wieder um Kopf und Kragen. Keine Ahnung, was ich noch erzählen soll. 12 Minuten sind genug, glaube ich. Haut rein, wir sehen uns bald wieder.